Wir haben in den letzten Jahren eine breite öffentliche Debatte über die Folgen und den Einsatz von KI in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen bereits angestoßen. Dabei stehen vor allem diese ethischen Aspekte wie mangelnde Transparenz von KI-gestützten Entscheidungen, Diskriminierung durch algorithmische Systeme oder Datenschutzbedenken natürlich im Mittelpunkt. Wir haben in dem Beispiel der Kreditwürdigkeit gesehen, dass der Einsatz von KI nicht nur Chancen, sondern auch Risiken birgt. Daher sind natürlich Gesetzgeber, aber natürlich auch die Industrie angehalten, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Vorteile genutzt und die Risiken von künstlicher Intelligenz minimiert werden können. Die wichtigste Rechtsvorschrift bezüglich der Regulierung von künstlicher Intelligenz ist die Datenschutzgrundverordnung. Sie regelt unter anderem die Pflichten bei der Datenverarbeitung, die Rechte der betroffenen Personen bei der Nutzung personenbezogener Daten. Darüber hinaus ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass die Europäische Kommission April 2021 einen Verordnungsentwurf zum Thema KI vorgelegt hat. Damit schlägt die Kommission den weltweit ersten Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz vor. Ziel ist es, eine europäische Führungsposition für vertrauenswürdige KI zu schaffen und den Einsatz von KI-Innovationen trotzdem in allen Wirtschaftsbereichen auch zu fördern. Der Rechtsrahmen knüpft rechtliche Folgen primär nicht an eine bestimmte Art von KI-Technologie, sondern an die mit deren Einsatz verbundenen Risiken. Das heißt, nicht die Technologie steht im Vordergrund, sondern die daraus resultierenden Risiken. Die Kommission schlägt also 4 verschiedene Kategorien vor, wobei Anwendungen mit unannehmbarem Risiko, die gegen die Werte der EU und die Grundrechte verstoßen, grundsätzlich verboten sein sollen. Zu diesen Anwendungen mit unannehmbaren Risiken zählt die Kommission KI-Systeme, die öffentlichen Stellen eine Bewertung des sozialen Verhaltens ermöglichen, Social Scoring zum Beispiel, durch Behörden, wie bei diesem Kreditwürdigkeitsbeispiel, das wird demnach dann auch verboten, oder Spielzeug mit Sprachassistenten, das Kindern zu gefährlichem Verhalten auffordert. Auch biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme gehören dazu, die zu Strafverfolgungszwecken im öffentlichen Rahmen auch eingesetzt werden. Da gibt es tatsächlich Ausnahmen für Systeme, die dem Gemeinwohl dienen, wie zum Beispiel Systeme, die gegen kriminelle Netzwerke eingesetzt werden sollen oder gegen Terrorismus. Dieser zukunftsweisende Gesetzesvorschlag muss jetzt vom Europäischen Parlament und von den Mitgliedstaaten diskutiert und angenommen werden. Sollte es zu einer Verabschiedung kommen, wird sie unmittelbar in der gesamten Europäischen Union noch gelten.